Manche sagen, viel Whisky und Zigarren würden deine Stimme schön formen. Andere hören gelegentlich, du klingst so sexy, wenn du erkältet bist. Beides nicht gesund, beides Zustände, die wir nicht immer herstellen können und wollen. Hier kommen ein paar einfache Aufwärmübungen, damit die Stimme rund und warm klingt und von hier kommt. Denn wir wollen nicht nasal sprechen, das wäre Theolingen und sehr komisch, lehrerhaft. Wir wollen aber auch nicht halsig sprechen, das tun viele, das klingt etwas angestrengt, hört sich auch so an, sondern die Stimme soll von hier kommen, aus dem Brustraum, denn wir sagen ja, wenn jemand im Brustton der Überzeugung spricht, dann klingt's gut. Wie kommen wir dahin? Hier ein paar Übungen. Wir stellen uns ganz locker und entspannt hin, die Füße hüftbreit, die Arme hängen locker, wir können mal in den Knien wippen. Also einfach mal sehen, dass da wirklich keine Spannung mehr in der Schulter ist. Und wenn wir dann locker stehen, dann einfach mal die Kieferknochen, den Kiefer hier entspannen, mal so ein bisschen massieren. Und dann mal ganz entspannt, auch wenn es blöd aussieht, wa, 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 komm, mitmachen. Wa, 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 genau. Wa 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 wa. Jetzt können wir so ein bisschen Modulation reinbringen. Wa 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 wa. Nach dem W können wir M oder N nehmen. Also zum Beispiel Mam 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 Mam. Das ist sehr einfach und nicht umsonst der Laut, den Babys als erstes können. Deswegen heißen Mamas Mama, weil das können wir als erstes aussprechen. Mama, Mama, Mama. Manna, Manna, Manna. Geht auch, ne? Süßigkeit aus Österreich. Manna, Manna, Manna. Mama, Mama, Mama. Und wieder ein bisschen mehr Amplitude, Kurve. Mama, 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 Mama. Gerne auch Mofa fahren. Mama, 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 Mama. Jetzt ein bisschen explosiv Laute, zum Beispiel p oder p, p, t, k, p, t, k sind die explosiv Laute. P, t, k, p, t, k, p, t, k, p, t, k. Und brrr, brrr, mach die Lippen locker. Brrr, brrr, auch mit Kopfstimme gut, dann macht's die Stimmlippen weich. Brrr, brrr. Das kommt so von hinten nach vorne. Brrr, brrr. Wer möchte, kann mal Entenschnattern machen. Lockert alles. Und jetzt das Allerbeste, die Übung, die immer geht, weil dabei kann man sich nicht wehtun, summen. Also, mmm. Oh, heute gibt es mein Lieblingsessen. Oder, der Wein riecht lecker. Mmm, oh, mir geht's gut. Hat auch den Nebeneffekt, dass wir dem Kleinhirn das Signal senden, mir geht's gut. Also wenn wir ein bisschen aufgeregt sind, bevor wir auf eine Bühne gehen oder präsentieren, mit dem Laut kann's uns nicht mehr schlecht gehen, weil das signalisiert, alles in Ordnung. So bekommen wir eine schöne Brustresonanz und beim Summen können wir uns nicht wehtun in den Stimmlippen. Beim offenen Vokaleinsatz könnten wir uns wohl wehtun, deswegen den mit Vorsicht. Das wäre dann A, O, Aha, Oho, Eieieiei, I, Ö, A, O. Aber das bitte erst machen, wenn die Stimme durch das Summen schon ein bisschen aufgewärmt ist. Also immer dran denken, wenn wir mit der Stimme vor Leute treten und richtig viel zu sagen haben, dann das machen, was Sportler auch machen, bevor es losgeht, nämlich die Muskeln aufwärmen.